E.T.A. Hoffmann. Rat Krespel. Gelesen von Werner Wilkening. Der Rat Krespel war einer der allerwunderlichsten Menschen, die mir jemals im Leben vorgekommen. Als ich nach Haar zog, um mich einige Zeit dort aufzuhalten, sprach die ganze Stadt von ihm, weil soeben einer seiner allernärrischsten Streiche in voller Blüte stand. Krespel war berühmt als gelehrter, gewandter Jurist und als tüchtiger Diplomatiker. Ein nicht eben bedeutender regierender Fürst in Deutschland hatte sich an ihn gewandt, um ein Memorial auszuarbeiten, das die Ausführung seiner rechtsbegründeten Ansprüche auf ein gewisses Territorium zum Gegenstande hatte und das er dem Kaiserhofe einzureichen gedachte. Das geschah mit dem glücklichsten Erfolg, und da Krespel einmal geklagt hatte, dass er nie eine Wohnung seiner Bequemlichkeit gemäß finden könne, übernahm der Fürst, um ihn für jenes Memorial zu lohnen, die Kosten eines Hauses, das Krespel ganz nach seinem Gefallen aufbauen lassen sollte. Auch den Platz dazu wollte der Fürst nach Krespels Wahl aufkaufen lassen, das nahm Krespel indessen nicht an, vielmehr blieb er dabei, dass das Haus in seinem vor dem Tor in der schönsten Gegend gelegenen Garten erbaut werden sollte. Nun kaufte er alle nur möglichen Materialien zusammen und ließ sie herausfahren. Dann sah man ihn, wie er tagelang in einem sonderbaren Kleide, das übrigens von ihm selbst angefertigt nach bestimmten eigenen Prinzipien, den Kalk löschte, den Sand siebte, die Mauersteine in regelmäßigen Haufen aufsetzte und so weiter. Mit irgendeinem Baumeister hat er nicht gesprochen, an irgendeinen Riss nicht gedacht. An einem guten Tage ging er indessen zu einem tüchtigen Mauermeister in Haar und bat ihn, sich morgen bei Anbruch des Tages mit sämtlichen Gesellen und Burschen, vielen Handlanger und so weiter, in dem Garten einzufinden und sein Haus zu bauen. Der Baumeister fragte natürlicherweise nach dem Bauriss und erstaunte nicht wenig, als Krespel erwiderte, es bedürfe dessen gar nicht und es werde sich schon alles, wie es sein solle, fügen. Als der Meister des andern Morgens mit seinen Leuten an Ort und Stelle kam, fand er einen im regelmäßigen Viereck gezogenen Graben, und Krespel sprach: »Hier soll das Fundament meines Hauses gelegt werden, dann bitte ich die vier Mauern so lange heraufzuführen, bis ich sage, nun ist's hoch genug.« »Ohne Fenster und Türen, ohne Quermauern«, fiel der Meister, wie über Krespels Wahnsinn erschrocken, ein. »So wie ich es Ihnen sage, bester Mann«, erwidert Krespel sehr ruhig, »das Übrige wird sich alles finden.« Nur das Versprechen reicher Belohnung konnte den Meister bewegen, den unsinnigen Bau zu unternehmen. Aber nie ist einer lustiger geführt worden, denn unter beständigem Lachen der Arbeiter, die die Arbeitsstelle nie verließen, da es Speis und Trank voll aufgab, stiegen die vier Mauern unglaublich schnell in die Höhe, bis eines Tages Krespel rief: »Halt!« Da schwieg Kell und Hammer. Die Arbeiter stiegen von den Gerüsten herab, und indem sie den Krespel im Kreise umgaben, sprach es aus jedem lachenden Gesicht: »Wie nun weiter?« »Platz!« rief Krespel, lief nach einem Ende des Gartens und schritt dann langsam auf sein Viereck los. Dicht an der Mauer schüttelte er unwillig den Kopf, lief nach dem anderen Ende des Gartens, schritt wieder auf das Viereck los und machte es wie zuvor. Noch einige Male wiederholte er das Spiel, bis er endlich mit der spitzen Nase hart an die Mauer anlaufend laut schrie: »Heran, heran, ihr Leute! Schlagt mir die Tür ein! Hier schlagt mir eine Tür ein!« Er gab Länge und Breite genau nach Zoll und Fuß an, und es geschah, wie er geboten. Nun schritt er hinein in das Haus und lächelte wohlgefällig, als der Meister bemerkte, die Mauern hätten gerade die Höhe eines tüchtigen, zweistöckigen Hauses. Krespel ging in dem inneren Raum bedächtig auf und ab, hinter ihm her die Maurer mit Hammer und Hacke, und so wie er rief: »Hier ein Fenster, 6 Fuß hoch, 2 Fuß breit. Dort ein Fensterchen, 3 Fuß hoch, 2 Fuß breit.« So wurde es flugs eingeschlagen.
Gerade während dieser Operation kam ich nach H. und es war höchst ergötzlich anzusehen, wie hunderte von Menschen um den Garten herumstanden und allemal laut aufjubelten, wenn die Steine herausflogen und wieder ein neues Fenster entstand, da wo man es gar nicht vermutet hatte. Mit dem übrigen Ausbau des Hauses und mit allen Arbeiten, die dazu nötig waren, machte es Krespel auf eben dieselbe Weise, indem sie alles an Ort und Stelle nach seiner augenblicklichen Angabe verfertigen mussten. Die Possierlichkeit des ganzen Unternehmens, die gewonnene Überzeugung, dass alles am Ende sich besser zusammengeschickt als zu erwarten stand, vorzüglich aber Krespels Freigebigkeit, die ihn freilich nichts kostete, erhielt er aber alle bei guter Laune. So wurden die Schwierigkeiten, die die abenteuerliche Art zu bauen herbeiführen musste, überwunden, und in kurzer Zeit stand ein völlig eingerichtetes Haus da, welches von der Außenseite den tollsten Anblick gewährte, da kein Fenster dem anderen gleich war und so weiter, dessen innere Einrichtung aber eine ganz eigene Wohlbehaglichkeit erregte. Alle, die hereinkamen, versicherten dies, und ich selbst fühlte es, als Krespel nach näherer Bekanntschaft mich hineinführte. Bis jetzt hatte ich nämlich mit dem seltsamen Manne noch nicht gesprochen. Der Bau beschäftigte ihn so sehr, dass er nicht einmal sich bei dem Professor M. Dienstag, wie er sonst pflegte, zum Mittagessen einfand und ihm, als er ihn besonders eingeladen, sagen ließ, vor dem Einweihungsfeste seines Hauses käme er mit keinem Schritt aus der Tür. Alle Freunde und Bekannten verspitzten sich auf ein großes Mahl, Krespel hatte aber niemanden gebeten als sämtliche Meister, Gesellen, Burschen und Handlanger, die sein Haus erbaut. Er bewirtete sie mit den feinsten Speisen. Maurerburschen fraßen rücksichtslos Rebhuhnpasteten, Tischlerjungen hobelten mit Glück an gebratenen Fasanen und hungrige Handlanger langten diesmal sich selbst die vortrefflichsten Stücke aus dem Trüffelfrikassee zu. Des Abends kamen die Frauen und Töchter und es begann ein großer Ball. Krespel walzte etwas Weniges mit den Meisterfrauen, setzte sich aber dann zu den Stadtmusikanten, nahm eine Geige und dirigierte die Tanzmusik bis zum hellen Morgen. Den Dienstag nach diesem Feste, welches den Rat Krespel als Volksfreund darstellte, fand ich ihn endlich zu meiner nicht geringen Freude bei dem Professor M. Verwunderlicheres als Krespels Betragen kann man nicht erfinden. Steif und ungelenk in der Bewegung, glaubte man jeden Augenblick, er würde irgendwo anstoßen, irgendeinen Schaden anrichten. Das geschah aber nicht, und man wusste es schon, denn die Hausfrau erblasste nicht im Mindesten, als er mit gewaltigem Schritt um den mit den schönsten Tassen besetzten Tisch sich herumschwang, als er gegen den bis zum Boden reichenden Spiegel manövrierte, als er selbst einen Blumentopf von herrlich bemaltem Porzellan ergriff und in der Luft herumschwenkte, als ob er die Farben spielen lassen wolle. Überhaupt besah Krespel vor Tische alles in des Professors Zimmer auf das Genaueste. Er langte sich auch wohl auf den gepolsterten Stuhl steigend ein Bild von der Wand herab und hing es wieder auf. Dabei sprach er viel und heftig. Bald, bei Tische wurde es auffallend, bald sprang er schnell von einer Sache auf die andere. Bald konnte er von einer Idee gar nicht loskommen. Immer wieder sie ergreifend, geriet er in allerlei wunderliche Irrgänge und konnte sich nicht wiederfinden, bis ihn etwas anderes erfasste. Sein Ton war bald rau und heftig schreiend, bald leise gedehnt, singend, aber immer passte er nicht zu dem, was Krespel sprach. Es war von Musik gerede. Man rühmte einen neuen Komponisten, da lächelte Krespel und sprach mit seiner leisen, singenden Stimme. »Wollt ich doch, dass der schwarzgefiederte Satan den verruchten Tonverdreher 10.000 Millionen Klafter tief in den Abgrund der Hölle schlüge.« Dann schlug er heftig und wild heraus, »Sie ist ein Engel des Himmels, nichts als reiner, gottgeweihter Klang und Ton, Licht und Sternbild alles Gesangs.« Und dabei standen ihm Tränen in den Augen. »
Man musste sich erinnern, dass vor einer Stunde von einer berühmten Sängerin gesprochen worden. Es wurde ein Hasenbraten verzehrt. Ich bemerkte, dass Crespel die Knochen auf seinen Teller vom Fleische sorglich säuberte und genau Nachfrage nach den Hasenpfoten hielt, die ihm des Professors fünfjähriges Mädchen mit sehr freundlichem Lächeln brachte. Die Kinder hatten überhaupt den Rat schon während des Essens sehr freundlich angeblickt. Jetzt standen sie auf und nahten sich ihm, jedoch in scheuer Ehrfurcht nur auf 3 Schritte. »Was soll denn das werden?« dachte ich im Innern. Das Dessert wurde aufgetragen. Da zog der Rat ein Kistchen aus der Tasche, in dem eine kleine stählerne Drehbank lag. Die schob er sofort an den Tisch fest, und nun drechselte er mit unglaublicher Geschicklichkeit und Schnelligkeit aus den Hasenknochen allerlei winzige kleine Döschen und Büchschen und Kügelchen, die die Kinder jubelnd empfingen. Im Moment des Aufstehens von der Tafel fragte des Professors Nichte, »Was macht denn unsere Antonie, lieber Rat?« Crespel schnitt ein Gesicht, als wenn jemand in eine bittere Pomeranze beißt und dabei aussehen will, als wenn er Süßes genossen. Aber bald verzog sich dieses Gesicht zur graulichen Maske, aus der recht bitterer, grimmiger, ja, wie mir schien, recht teuflischer Hohn herauslachte. »Unsere liebe Antonie?« frug er mit gedehntem, unangenehm singenden Tone. Der Professor kam schnell heran. In dem strafenden Blick, den er der Nichte zuwarf, las ich, dass sie eine Seite berührt hatte, die in Crespels Innerm widrig dissonieren musste. »Wie steht es mit den Violinen?« frug der Professor recht lustig, indem er den Rat bei beiden Händen erfasste. Da heiterte sich Crespels Gesicht auf und erwiderte mit einer starken Stimme, »Vortrefflich, Professor. Erst heute habe ich die treffliche Geige von Amati, von der ich neulich erzählte, welch ein Glücksfall sie mir in die Hände gespielt. Erst heute habe ich sie aufgeschnitten. Ich hoffe, Antonie wird das Übrige sorgfältig zerlegt haben.« »Antonie ist ein gutes Kind«, sprach der Professor. »Ja, wahrhaftig, das ist sie«, schrie der Rat, indem er sich schnell umwandte und, mit einem Griff Hut und Stock erfassend, schnell zur Türe heraussprang. Im Spiegel erblickte ich, dass ihm helle Tränen in den Augen standen. Sobald der Rat fort war, drang ich in den Professor, mir doch nur gleich zu sagen, was es mit den Violinen und vorzüglich mit Antonien für eine Bewandtnis habe. »Ach«, sprach der Professor, »wie denn der Rat überhaupt ein ganz wunderlicher Mensch ist, so treibt er auch das Violinenbauen auf eine ganz eigene, tolle Weise.« »Violinenbauen?« fragte ich ganz erstaunt. »Ja«, fuhr der Professor fort, »Crespel verfertigt nach dem Urteil der Kenner die herrlichsten Violinen, die man in neuerer Zeit nur finden kann. Sonst ließ er manchmal, war ihm eine besonders gelungen, andere drauf spielen. Das ist aber seit einiger Zeit ganz vorbei. Hat Crespel eine Violine gemacht, so spielt er selbst 1 oder 2 Stunden darauf, und zwar mit höchster Kraft, mit hinreißendem Ausdruck. Dann hängt er sie aber zu den übrigen, ohne sie jemals wieder zu berühren oder von anderen berühren zu lassen. Ist nur irgendeine Violine von einem alten, vorzüglichen Meister aufzutreiben, so kauft sie der Rat um jeden Preis, den man ihm stellt. Ebenso wie seine Geigen. Spielt er sie aber nur ein einziges Mal, dann nimmt er sie auseinander, um ihre innere Struktur genau zu untersuchen. Und wirft, findet er nach seiner Einbildung nicht das, was er gerade suchte, die Stücke unmutig in einen großen Kasten, der schon voll Trümmer zerlegter Violinen ist. »Wie ist es aber mit Antonien?« fragte ich schnell und heftig. »Das ist nun«, fuhr der Professor fort, »das ist nun eine Sache, die den Rat mich könnte im höchsten Grade verabscheuen lassen. Wenn ich nicht überzeugt wäre, dass er bei dem im tiefsten Grunde bis zur Weichlichkeit gutmütigen Charakter des Rates es damit eine besondere, geheime Bewandtnis haben müsse. Als vor mehreren Jahren der Rat hierher nach Haar kam, lebte er anachoretisch mit einer alten Haushälterin in einem finsteren Hause auf der Straße. Bald erregte er durch seine Sonderbarkeiten die Neugierde der Nachbarn, und zugleich, als er dies merkte, suchte und fand er Bekanntschaften. Eben wie in meinem Hause gewöhnte man sich schnell so an ihn, dass er unentbehrlich wurde. Seines rauen Äußeren unerachtet liebten ihn sogar die Kinder, ohne ihn zu belästigen,
denn trotz aller Freundlichkeit behielten sie eine gewisse scheue Ehrfurcht, die ihn vor allem Zudringlichen schützte. Wie er die Kinder durch allerlei Künste zu gewinnen weiß, haben sie heute gesehen. Wir hielten ihn alle für einen Hagestolz, und er widersprach dem nicht. Nachdem er sich einige Zeit hier aufgehalten, reiste er ab. Niemand wusste wohin und kam nach einigen Monaten wieder. Den anderen Abend nach seiner Rückkehr waren Crespels Fenster ungewöhnlich erleuchtet, und schon dies machte die Nachbarn aufmerksam. Bald vernahm man aber die ganz wunderliche Stimme eines Frauenzimmers, von einem Pianoforte begleitet. Dann wachten die Töne einer Violine auf und stritten in regem, feurigen Kampf mit der Stimme. Man hörte gleich, dass es der Rat war, der spielte. Ich selbst mischte mich unter die zahlreiche Menge, die das wundervolle Konzert vor dem Haus des Rates versammelt hatte, und ich muss Ihnen gestehen, dass gegen die Stimme, gegen den ganz eigenen, tief in das Innerste dringenden Vortrag der Unbekannten mir der Gesang der berühmtesten Sängerin, die ich gehört, matt und ausdruckslos erschien. Nie hatte ich eine Ahnung von diesen lang ausgehaltenen Tönen, von diesen Nachtigallwirbeln, von diesem Auf- und Abwogen, von diesem Steigen bis zur Stärke des Orgellautes, von diesem Sinken bis zum leisesten Hauch. Nicht einer war, den der süßeste Zauber nicht umfing, und nur leise Seufzer gingen in der tiefen Stille auf, wenn die Sängerin schwieg. Auch sei ein junger Mann mitgekommen, der sehr zärtlich mit Antonie getan und wohl ihr Bräutigam sein müsse. Der habe aber, weil es der Rat durchaus gehe wollte, schnell abreisen müssen. In welchem Verhältnisse Antonie mit dem Rat steht, ist jetzt ein Geheimnis, aber so viel ist gewiss, dass er das arme Mädchen auf die gehässigste Weise tyrannisiert. Er bewacht sie wie der Dr. Bartolo im Barbier von Sevillien, sein Mündel. Kaum darf sie sich am Fenster blicken lassen. Führt er sie auf inständiges Bitten einmal in Gesellschaft, so verfolgt er sie mit Argusblicken und leidet durchaus nicht, dass sich irgendein musikalischer Ton hören lasse, viel weniger, dass Antonie singe, die übrigens auch in seinem Hause nicht mehr singen darf. Antoniens Gesang in jener Nacht ist daher unter dem Publikum der Stadt zu einer Fantasie und gemütaufregenden Sage von einem herrlichen Wunder geworden. Und selbst die, welche sie gar nicht hörten, sprechen oft, versucht sich eine Sängerin hier am Orte. Was ist denn das für ein gemeines Quinquilieren? Nur Antonie vermag zu singen. Ihr wisst, dass ich auf solche fantastische Dinge ganz versessen bin, und ihr könnt euch wohl denken, wie notwendig ich es fand, Antoniens Bekanntschaft zu machen. Jene Äußerungen des Publikums über Antoniens Gesang hatte ich selbst schon öfters vernommen, aber ich ahnte nicht, dass die Herrliche am Orte sei und in den Banden des wahnsinnigen Crespels wie eines tyrannischen Zauberers liege. Natürlicherweise hörte ich auch sogleich in der folgenden Nacht Antoniens wunderbaren Gesang. Und da sie mich in einem herrlichen Adagio, lächerlicherweise kam es mir vor, als hätte ich es selbst komponiert, in einem herrlichen Adagio auf das Rührendste beschwor, sie zu retten. Und so war ich bald entschlossen, ein zweiter als Teufel in Crespels Haus wie in Alcinens Zauberburg einzudringen und die Königin des Gesangs aus schmachvollen Banden zu befreien. Es kam alles anders, wie ich es mir gedacht hatte. Denn kaum hatte ich den Rat 2 bis 3 Mal gesehen und mit ihm eifrig über die beste Struktur der Geigen gesprochen, als er mich selbst einlud, ihn in seinem Hause zu besuchen. Ich tat es, und er zeigte mir den Reichtum seiner Violinen. Es hingen deren wohl 30 in seinem Kabinett. Unter ihnen zeichnete sich eine durch alle Spuren der hohen Altertümlichkeit, geschnitzten Löwenkopf und so weiter, aus, und sie schien höher gehängt und mit einer darüber angebrachten Blumenkrone als Königin den anderen zu gebieten. »Diese Violine«, sprach Crespel, nachdem ich ihn darum befragt, »diese Violine ist ein sehr merkwürdiges, wunderbares Stück eines unbekannten Meisters, wahrscheinlich aus Tartinis Zeiten. Ganz überzeugt bin ich, dass in der inneren Struktur etwas Besonderes liegt und dass, wenn ich sie zerlegte, sich mir ein Geheimnis erschließen würde, dem ich längst nachspürte, aber lachen Sie mich nur aus, wenn Sie wollen. Dieses tote Ding, dem ich selbst doch nur erst Leben und Laut gebe,
spricht oft auf sich selbst zu mir auf wunderliche Weise, und es war mir, da ich zum ersten Mal drauf spielte, als wäre ich nur der Magnetiseur, der die Sonne am Hule zu erregen vermag, dass sie selbstständig ihre eigenen inneren Anschauungen in Worten verkündet. Glauben Sie ja nicht, dass ich geckhaft genug bin, von solchen Phantastereien auch nur das Mindeste zu halten, aber eigen ist es doch, dass ich es nie über mich erhielt, jenes dumme tote Ding dort aufzuschneiden. Lieb ist es mir jetzt, dass ich es nicht getan, denn seitdem Antonie hier ist, spiele ich ihr zuweilen etwas auf dieser Geige vor. Antonie hört es gern, gar gern. Diese Worte sprach der Rat mit sichtlicher Rührung, das ermutigte mich zu den Worten: »Oh, bester Rat, wollen Sie das nicht in meiner Gegenwart tun?« Crisp schnitt aber ein süßsaures Gesicht und sprach mit gedehntem, singenden Ton: »Nein, mein bester Herr Studiosus.« Damit war die Sache abgetan. Als ich das Papierchen aufmachte, fand ich ein ungefähr 8 Zoll langes Stückchen einer Quinte und dabei geschrieben: »Von der Quinte, womit der selige Stamitz seine Geige bezogen hatte, als er sein letztes Konzert spielte.« Die schnöde Abfertigung, als ich Antoniens erwähnte, schien mir zu beweisen, dass ich sie wohl nie zu sehen bekommen würde. Dem war aber nicht so, denn als ich den Rat zum zweiten Male besuchte, fand ich Antonien in seinem Zimmer, ihm helfend bei dem Zusammensetzen seiner Geige. Antoniens Äußeres machte auf den ersten Blick keinen starken Eindruck, aber bald konnte man nicht loskommen von dem blauen Auge, den holden Rosenlippen und der ungemein zarten, lieblichen Gestalt. Sie war sehr blass, aber wurde etwas Geistreiches und Heiteres gesagt, so flog in süßem Lächeln ein feuriges Inkarnat über die Wangen hin, das jedoch bald in rötlichen Schimmer erblasste. Ganz unbefangen sprach ich mit Antonien und bemerkte durchaus nichts von den Argusblicken Crispels, wie sie der Professor ihm angedichtet hatte. Vielmehr blieb er ganz in gewöhnlichem Gleise, ja, er schien sogar meiner Unterhaltung mit Antonien Beifall zu geben. Und so geschah es, dass ich öfter den Rat besuchte und wechselseitiges Aneinandergewöhnen dem kleinen Kreise von uns dreien eine wunderbare Wohlbehaglichkeit gab, die uns bis ins Innerste hinein erfreute. Der Rat blieb mit seinen höchst seltsamen Skurrilitäten mir höchst ergötzlich, aber doch war es wohl nur Antonie, die mit unwiderstehlichem Zauber mich hinzog und mich manches ertragen ließ, dem ich sonst, ungeduldig wie ich damals war, entronnen. In das Eigentümliche, Seltsame des Rates mischte sich nämlich gar zu oft Abgeschmacktes und Langweiliges. Vorzüglich zuwider war es mir aber, dass er, sobald ich das Gespräch auf Musik, insbesondere auf Gesang lenkte, mit seinem diabolisch lächelnden Gesicht und seinem widrig singenden Tone einfiel, etwas Heterogenes, mehreren Teils Gemeines auf die Bahn bringend. An der tiefen Betrübnis, die dann aus Antoniens Blicken sprach, merkte ich wohl, dass es nur geschah, um irgendeine Aufforderung zum Gesange mir abzuschneiden. Ich ließ nicht nach. Mit den Hindernissen, die mir der Rat entgegenstellte, wuchs mein Mut, sie zu übersteigen. Ich musste Antoniens Gesang hören, um nicht in Träumen und Ahnungen dieses Gesangs zu verschwimmen. Eines Abends war Crespel bei besonders guter Laune. Er hatte eine alte Cremoneser Geige zerlegt und gefunden, dass der Stimmstock um eine halbe Linie schräger als sonst gestellt war. Wichtige, die Praxis bereichernde Erfahrung. Es gelang mir, ihn über die wahre Art des Violinenspielens in Feuer zu setzen. Der großen, wahrhaftigen Sängern abgehorchte Vortrag der alten Meister, von dem Crespel sprach, führte von selbst die Bemerkung herbei, dass jetzt gerade umgekehrt der Gesang sich nach den erkünstelten Sprüngen und Läufen der Instrumentalisten verbilde. »Was ist unsinniger?« rief ich, vom Stuhle aufspringend, hin zum Piano forte laufend und es schnell öffnend. »Was ist unsinniger als solche vertragte Manieren, welche statt Musik zu sein, dem Tone über dem Boden hingeschüttete Erbsen gleichen?«
Ich sang manche der modernen Fermaten, die hin und her laufen und schnurren wie ein tüchtig losgeschnürter Kreisel, einzelne schlechte Akkorde dazu anschlagend. Übermäßig lachte Crespel und schrie: Haha, mich dünkt, ich höre unsere deutschen Italiener oder unsere italienischen Deutschen, wie sie sich in einer Arie von Bocchita oder Portugallo oder sonst mit einem Meister die Capella oder vielmehr Schiavo d'un Primo übernehmen. Nun, dachte ich, ist der Zeitpunkt da. Nicht wahr, wandte ich mich zu Antonien. Nicht wahr, von dieser Singerei weiß Antonien nichts. Und zugleich intonierte ich ein herrliches, seelenvolles Lied vom alten Leonardo Leo. Da glühten Antoniens Wangen. Himmelsglanz blickte aus neu beseelten Augen, sie sprang an das Pianoforte, sie öffnete die Lippen, aber in denselben Augenblick drängte sie Crespel fort, griff mich bei den Schultern und schrie in kreischendem Tenor: Söhnchen, Söhnchen, Söhnchen! Und gleich fuhr er fort, sehr leise singend und in höflich gebeugter Stellung meine Hand ergreifend: In der Tat, mein höchst verehrungswürdiger Herr Studiosus, in der Tat, gegen alle Lebensart, gegen alle guten Sitten würde es anstoßen, wenn ich laut und lebhaft den Wunsch äußerte, dass Ihnen hier auf der Stelle der höllische Satan mit glühenden Krallenfüßen sanft das Genick abstieße und Sie auf die Weise gewisserweise kurz expedierte. Aber davon abgesehen, müssen Sie eingestehen, liebenswertester, dass es bedeutend dunkelt und da heute keine Laterne brennt, könnten Sie, würfe ich Sie auch gerade nicht die Treppe hinab, doch Schaden erleiden an Ihren lieben Gebeinen. Gehen Sie fein nach Hause und erinnern Sie sich freundschaftlich Ihres wahren Freundes, wenn Sie ihn etwa nie mehr, verstehen Sie wohl, nie mehr zu Hause antreffen sollten. Damit umarmte er mich und drehte sich, mich festhaltend, langsam mit mir zur Türe heraus, so dass ich Antonien mit keinem Blick mehr anschauen konnte. Ihr gesteht, dass es in meiner Lage nicht möglich war, den Rat zu prügeln, welches doch eigentlich hätte geschehen müssen. Der Professor lachte mich sehr aus und versicherte, dass ich es nun mit dem Rat auf immer verdorben hätte. Den schmachtenden, ans Fenster heraufblickenden Amoroso, den verliebten Abenteurer zu machen, dazu war Antonie mir zu wert, ich möchte sagen zu heilig. Im Innersten zerrissen verließ ich ja, aber wie es zu gehen pflegt, die grellen Farben des Fantasiegebildes verblassten und Antonie, ja selbst Antoniens Gesang, den ich nie gehört, leuchtete oft in mein tiefstes Gemüt hinein wie ein sanfter, tröstender Rosenschimmer. Nach 2 Jahren war ich schon in B angestellt, als ich eine Reise nach dem südlichen Deutschland unternahm. Im duftigen Abendbrot erhoben sich die Türme von H. So wie ich näher und näher kam, ergriff mich ein unbeschreibliches Gefühl der peinlichsten Angst. Wie eine schwere Last hatte es sich über meine Brust gelegt. Ich konnte nicht atmen. Ich musste heraus aus dem Wagen ins Freie. Aber bis zum physischen Schmerz steigerte sich meine Beklemmung. Mir war es bald, als hörte ich die Akkorde eines feierlichen Chorals durch die Lüfte schweben. Die Töne wurden deutlicher. Ich unterschied Männerstimmen, die einen geistlichen Choral absangen. »Was ist das? Was ist das?« rief ich, nachdem es wie ein glühender Dolch durch meine Brust fuhr. »Sehen Sie es denn nicht?« erwiderte der neben mir fahrende Postillon. »Sehen Sie es denn nicht? Da drüben auf dem Kirchhof begraben Sie einen.« In der Tat befanden wir uns in der Nähe des Kirchhofs. Ich sah einen Kreis schwarz gekleideter Menschen um ein Grab stehen, das man zuzuschütten im Begriff stand. Die Tränen stürzten mir aus den Augen. Es war, als begrübe man dort alle Lust, alle Freude des Lebens. Rasch vorwärts von dem Hügel herabgeschritten, konnte ich nicht mehr in den Kirchhof hineinsehen. Der Choral schwieg, und ich merkte unfern des Tores schwarz gekleidete Menschen, die von dem Begräbnis zurückkamen. Der Professor mit seiner Nichte am Arm, beide in tiefer Trauer, schritten dicht bei mir vorüber, ohne mich zu bemerken.
Die Nichte hatte das Tuch vor die Augen gedrückt und schluchzte heftig. Es war mir unmöglich, in die Stadt hineinzugehen. Ich schickte meinen Bedienten mit dem Wagen nach dem gewohnten Gasthofe und lief die mir wohlbekannte Gegend heraus, um so meine Stimmung loszuwerden, die vielleicht nur physische Ursachen, Erhitzung auf der Reise und so weiter haben konnte. Als ich in die Allee kam, welche nach einem Lustorte führt, ging vor mir das sonderbarste Schauspiel auf. Rat Crispel wurde von zwei Trauermännern geführt, denen er durch allerlei seltsame Sprünge entrinnen zu wollen schien. Er war, wie gewöhnlich, in seinem wunderlichen grauen, selbst zugeschnittenen Rock gekleidet, nur hing von dem kleinen dreieckigen Hütchen, das er martialisch auf ein Ohr gedrückt, ein sehr langer, schmaler Trauerflor herab, der in der Luft hin und her flatterte. Um den Leib hatte er ein schwarzes Degengehenk geschnallt, doch statt des Degens einen langen Violinbogen hineingesteckt. Eiskalt durchfuhr es mir durch die Glieder. »Der ist wahnsinnig«, dachte ich, indem ich langsam folgte. Die Männer führten den Rat bis an sein Haus, da umarmte er sie mit lautem Lachen. Sie verließen ihn, und nun fiel sein Blick auf mich, der dicht neben ihm stand. Er sah mich lange, starr an, dann rief er dumpf. »Willkommen, Herr Studiosus, Sie verstehen es ja.« Damit packte er mich am Arm, riss mich fort in das Haus, die Treppe herauf in das Zimmer hinein, wo die Violinen hingen. Alle waren mit schwarzem Flor umhüllt. Die Violine des alten Meisters fehlte, an ihrem Platze hing ein Zypressenkranz. Ich wusste, was geschehen. »Antonie! Ach, Antonie!« schrie ich auf in trostlosem Jammer. Der Rat stand wie erstarrt mit übereinander geschlagenen Armen neben mir. Ich zeigte nach dem Zypressenkranz. »Als sie starb«, sprach der Rat sehr dumpf und feierlich, »als sie starb, zerbrach mit dröhnendem Krachen der Stimmstock in jener Geige und der Resonanzboden riss sich auseinander. Die Getreue konnte nur mit ihr in ihr leben. Sie liegt bei ihr im Sarge. Sie ist mit ihr begraben worden.« Tief erschüttert sank ich in einen Stuhl, aber der Rat fing an, mit Raumton ein lustig Lied zu singen, und es war recht graulich anzusehen, wie er auf einem Fuße dazu herumsprang, und der Flor, er hatte den Hut auf dem Kopfe, im Zimmer und an den aufgehängten Violinen herumstrich. Ja, ich konnte mich eines überlauten Schreis nicht erwehren, als der Flor bei einer raschen Wendung des Rates über mich herfuhr. Es war mir, als wollte er mich verhüllt herabziehen in den schwarzen, entsetzlichen Abgrund des Wahnsinns. Da stand der Rat plötzlich stille und sprach mit seinem singenden Ton. »Söhnchen, Söhnchen, warum schreist du so? Hast du den Todesengel geschaut? Das geht allemal der Zeremonie vorher.« Nun trat er in die Mitte des Zimmers, riss den Violinbogen aus dem Gehenke, hielt ihn mit beiden Händen über den Kopf und zerbrach ihn, dass er in viele Stücke zersplitterte. Laut lachend rief Crespel: »Nun, ist der Stab über mich gebrochen, meinst du, Söhnchen, nicht wahr? Mitnichten, mitnichten. Nun bin ich frei. Frei, 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 heißer frei. Nun baue ich keine Geigen mehr, keine Geigen mehr, heißer keine Geigen mehr.« Das alles sang der Rat nach einer schauerlich lustigen Melodie, indem er wieder auf einem Fuß herumsprang. Voll Grauen wollte ich schnell zur Türe hinaus, aber der Rat hielt mich fest, indem er sehr gelassen sprach: »Bleiben Sie, Herr Studiosus, halten Sie diese Ausbrüche des Schmerzes, der mich mit Todesmartern zerreißt, nicht für Wahnsinn. Aber es geschieht nur alles deshalb, weil ich mir vor einiger Zeit einen Schlafrock anfertigte, in dem ich aussehen wollte wie das Schicksal oder wie Gott.« Der Rat schwatzte tolles, grauliches Zeug durcheinander, bis er ganz erschöpft
zusammensank. Auf mein Rufen kam die alte Haushälterin herbei und ich war froh, als ich mich nur wieder im Freien befand. Nicht einen Augenblick zweifelte ich daran, dass Crespel wahnsinnig geworden. Der Professor behauptete jedoch das Gegenteil. »Es gibt Menschen«, sprach er, »denen die Natur oder ein besonderes Verhängnis die Decke wegzog, unter der wir anderen unser tolles Wesen unbemerkter treiben. Sie gleichen dünn gehäuteten Insekten, die im regen, sichtbaren Muskelspiel missgestaltet erscheinen, ungeachtet sich alles bald wieder in die gehörige Form fügt. Was bei uns Gedanke bleibt, wird bei dem Crespel zur Tat.« Den bitteren Ton, wie der das irdische Tun und Treiben eingeschachtete Geist ihn wohl oft bei der Hand hat, führt Crespel aus in tollen Gebärden und geschickten Hasensprüngen. Das ist aber sein Blitzableiter. Was aus der Erde steigt, gibt er wieder der Erde, aber das Göttliche weiß er zu bewahren. Und so steht es mit seinem inneren Bewusstsein recht gut, glaube ich, unerachtet der scheinbaren, nach außen herausspringenden Tollheit. Antoniens plötzlicher Tod macht freilich schwer auf ihm lasten, aber ich wette, dass der Rat schon morgenden Tages seinen Eselsritt im gewöhnlichen Geleise wieder forttrabt. Beinahe geschah es so, wie der Professor es vorausgesagt. Der Rat schien andern Tags ganz der vorige, nur erklärte er, dass er niemals mehr Violinen bauen und auch auf keiner jemals mehr spielen wolle. Das hat er, wie ich später erfuhr, gehalten. Des Professors Andeutungen bestärkten meine innere Überzeugung, dass das nähere, so sorgfältig verschwiegene Verhältnis Antoniens zum Rat, ja, dass selbst ihr Tod eine schwer auf ihn lastende, nicht abzubüßende Schuld sein könne. Nicht wollte ich H. verlassen, ohne ihm das Verbrechen, welches ich ahnte, vorzuhalten. Ich wollte ihn bis ins Innerste hinein erschüttern und so das offene Geständnis der grässlichen Tat erzwingen. Je mehr ich der Sache nachdachte, desto klarer wurde es mir, dass Crespel ein Bösewicht sein müsse, und desto feuriger, eindringlicher wurde die Rede, die sich wie von selbst zu einem wahren rhetorischen Meisterstück formte. So gerüstet und ganz erhitzt lief ich zu dem Rat. Ich fand ihn, wie er mit sehr ruhiger, lächelnder Miene Spielsachen drechselte. »Wie kann man nur«, fuhr ich auf ihn los, »wie kann man nur auf einen Augenblick Frieden in ihre Seele kommen, da der Gedanke an die grässliche Tat sie mit Schlangenbissen peinigen muss?« Der Rat sah mich verwundert an, den Meißel beiseite legend. »Wieso, mein Bester?« fragte er. »Setzen Sie sich doch gefälligst auf jenen Stuhl.« Aber eifrig fuhr ich fort, indem ich, mich selbst immer mehr erhitzend, ihn geradezu anklagte, Antonien ermordet zu haben und ihm mit der Rache der ewigen Macht drohte. Ja, als nicht längst eingeweihte Justizperson, erfüllt von meinem Beruf, ging ich so weit, ihn zu versichern, dass ich alles anwenden würde, der Sache auf die Spur zu kommen und ihn so dem weltlichen Richter schon hienieden in die Hände zu liefern. Ich wurde in der Tat etwas verlegen, da nach dem Schlusse meiner gewaltigen, pomphaften Rede der Rat, ohne ein Wort zu erwidern, mich sehr ruhig anblickte, als erwarte er, ich müsse noch weiter fortfahren. Das versuchte ich auch in der Tat, aber es kam nun alles so schief, ja, so albern heraus, dass ich gleich wieder schwieg. Crespel weidete sich an meiner Verlegenheit, ein boshaftes, ironisches Lächeln flog über sein Gesicht. Dann aber wurde er sehr ernst und sprach mit feierlichem Tone: »Junger Mensch, du magst mich für närrisch, für wahnsinnig halten. Das verzeihe ich dir, da wir beide in demselben Irrenhause eingesperrt sind und du mich darüber, dass ich Gott der Vater zu sein wähne, nur deshalb schiltst, weil du dich für Gott den Sohn hältst. Wie magst du dich aber unterfangen, in ein Leben eindringen zu wollen, seine geheimsten Fäden erfassend, dass sie fremd blieb und bleiben musste. Gehst dahin
und das Geheimnis ist gelöst. Crespel hielt inne, stand auf und schritt der Stube einige Male auf und ab. Ich wagte die Bitte um Aufklärung, er sah mich starr an, fasste mich bei der Hand und führte mich an das Fenster, beide Flügel öffnend. Mit aufgestützten Armen legte er sich hinaus und so in den Garten herabblickend erzählte er mir die Geschichte seines Lebens. Als er geendet, verließ ich ihn gerührt und beschämt. Mit Antonien verhielt es sich kürzlich folgende Art. Vor 20 Jahren trieb die bis zur Leidenschaft gesteigerte Liebhaberei, die besten Geigen alter Meister aufzusuchen und zu kaufen, den Rat nach Italien. Selbst baute er damals noch keine und unterließ daher auch das Zerlegen jener alten Geigen. In Venedig hörte er die berühmte Sängerin Angela I., welche damals auf dem Teatro di San Benedetto in den ersten Rollen glänzte. Sein Enthusiasmus galt nicht der Kunst allein, die Signora Angela freilich auf die herrlichste Art und Weise übte, sondern wohl auch ihrer Engelsschönheit. Der Rat suchte Angelas Bekanntschaft und trotz aller seiner Schroffheit gelang es ihm, vorzüglich durch sein keckes und dabei höchst ausdrucksvolles Violinspiel, sie ganz für sich zu gewinnen. Das engste Verhältnis führte in wenigen Wochen zur Heirat, die deshalb verborgen blieb, weil Angela sich weder vom Theater noch von dem Namen, der die berühmte Sängerin bezeichnete, trennen oder ihm auch nur das übeltönende Crespel hinzufügen wollte. Mit der tollsten Ironie beschrieb Crespel die ganz eigene Art, wie Signora Angela, sobald sie seine Frau geworden, ihn marterte und quälte. Aller Eigensinn, alles launische Wesen sämtlicher erster Sängerinnen sei, wie Crespel meinte, in Angelas kleine Figur hineingebannt worden. Wollte er sich einmal in Positur setzen, so schickte ihm Angela ein ganzes Heer von Abates, Maestros, Akademikos auf den Hals, die, unbekannt mit seinem eigentlichen Verhältnis, ihn als den unerträglichsten, unhöflichsten Liebhaber, der sich in die liebenswürdige Laune der Signora nicht zu schicken wisse, ausfilzten. Gerade nach einem solch stürmischen Auftritt war Crespel auf Angelas Landhaus geflohen und vergaß auf seiner Cremoneser Geige fantasierend die Leiden des Tages. Doch nicht lange dauerte es, als Signora, dem Rat schnell nachgefahren, in den Saal trat. Sie war gerade in der Laune, die Zärtliche zu spielen. Sie umarmte den Rat mit süßen, schmachtenden Blicken. Sie legte das Köpfchen auf seine Schulter. Aber der Rat, in die Welt seiner Akkorde verstiegen, geigte fort, dass die Wände widerhallten. Und es begab sich, dass er mit Arm und Bogen die Signora etwas unsanft berührte. Die sprang aber voller Furie zurück. »Bestia Tedesca«, schrie sie auf, riss dem Rat die Geige aus der Hand und zerschlug sie an dem Marmortisch in 1000 Stücke. Der Rat blieb, erstarrt zur Bildsäule vor ihr stehen, dann aber wie aus dem Traume erwacht, fasste er Signora mit Riesenstärke, warf sie durch das Fenster ihres eigenen Lusthauses und floh, ohne sich weiter um etwas zu bekümmern, nach Venedig, nach Deutschland zurück. Erst nach einiger Zeit wurde es ihm recht deutlich, was er getan. Obschon er wusste, dass die Höhe des Fensters vom Boden kaum 5 Fuß betrug und ihm die Notwendigkeit, Signora bei obbewandten Umständen durchs Fenster zu werfen, ganz einleuchtete, so fühlte er sich doch von peinlicher Unruhe gequält, umso mehr, dass Signora ihm nicht undeutlich zu verstehen gegeben, dass sie gute Hoffnung sei. Er wagte kaum Erkundigungen einzuziehen und nicht wenig überraschte es ihn, als er nach ungefähr 8 Monaten einen gar zärtlichen Brief von der geliebten Gattin erhielt, worin sie jenes Vorgangs im Landhauses mit keiner Silbe erwähnte und die Nachricht, dass sie von einem herzallerliebsten Töchterlein entbunden,
die herzlichste Bitte hinzufügte, dass der Marito amato e padre felissimo doch nur gleich nach Venedig kommen möge. Das tat Crespel nicht, erkundigte sich vielmehr bei einem vertrauten Freunde nach den näheren Umständen und erfuhr, dass Signora damals leicht wie ein Vogel in das weiche Gras herabgesunken sei und der Fall oder Sturz durchaus keine andere als psychische Folgen gehabt habe. Signora sei nämlich nach Crespels heroischer Tat wie umgewandelt. Von Launen, närrischen Einfällen, von irgendeiner Quälerei ließe sie durchaus nichts mehr verspüren, und der Maestro, der für das nächste Karneval komponiert, sei der glücklichste Mensch unter der Sonne, weil Signora seine Arien ohne 100.000 Abänderungen, die er sonst sich habe gefallen lassen müssen, singen wolle. Übrigens habe man alle Ursache, meinte der Freund, es sorgfältig zu verschweigen, wie Angela kuriert worden, da sonst eines Tages Sängerinnen durch die Fenster fliegen würden. Der Rat geriet nicht in geringe Bewegung, er bestellte Pferde, er setzte sich in den Wagen. »Halt«, rief er plötzlich. »Wie«, murmelte er dann in sich hinein, »ist denn nicht ausgemacht, dass sobald ich mich blicken lasse, der böse Geist wieder Kraft und Macht erhält über Angela? Da ich sie schon aus dem Fenster herausgeworfen, was soll ich nun gleich im Falle tun? Was bleibt mir noch übrig?« Er stieg wieder aus dem Wagen, schrieb einen zärtlichen Brief an seine genesene Frau, worin er höflich berührte, wie zart es von ihr sei, ausdrücklich es zu rühmen, dass das Töchterchen gleich ihm ein kleines Mal hinter dem Ohre trage, und blieb in Deutschland. Der Briefwechsel dauerte sehr lebhaft fort. Versicherungen der Liebe, Einladungen, Klagen über die Abwesenheit der Geliebten, verfehlte Wünsche, Hoffnungen und so weiter flogen hin und her von Venedig nach H., von H. nach Venedig. Angela kam endlich nach Deutschland und glänzte wie bekannt als Primadonna auf dem großen Theater in F. Ungeachtet sie nicht mehr jung war, riss sie doch alles hin mit dem unwiderstehlichen Zauber ihres wunderbar herrlichen Gesangs. Ihre Stimme hatte damals nicht im Mindesten verloren. Antonie war indessen herangewachsen, und die Mutter konnte nicht genug dem Vater schreiben, wie in Antonien eine Sängerin vom ersten Range aufblühte. In der Tat bestätigten dies die Freunde Crespels in F., die ihm zusetzten, doch nur einmal nach F. zu kommen, um die seltene Erscheinung zwei ganz so prima Sängerinnen zu bewundern. Sie ahneten nicht, in welchem nahen Verhältnis der Rat mit diesem Paar stand. Crespel hätte gar zu gern die Tochter, die recht nach seinem Innersten lebte und die ihm öfters als Traumbild erschien, mit leiblichen Augen gesehen. Aber so wie er an seine Frau dachte, wurde es ihm ganz unheimlich zumute, und er blieb zu Hause unter seinen zerschnittenen Geigen sitzen. Ihr werdet von dem hoffnungsvollen jungen Komponisten B. in F. gehört haben, der plötzlich verscholl, man wusste nicht wie. Dieser verliebte sich in Antonien so sehr, dass er, da Antonie seine Liebe recht herzlich erwiderte, der Mutter anlag, doch nur gleich in eine Verbindung zu willigen, die Kunst heilige. Angela hatte nichts dagegen, und der Rat stimmte umso lieber bei, als dass des jungen Meisters Kompositionen Gnade gefunden vor seinem strengen Richterstuhl. Crespel glaubte Nachricht von der vollzogenen Heirat zu erhalten. Stattdessen kam ein schwarz gesiegelter Brief von fremder Hand überschrieben. Der Dr. R. meldete dem Rat, dass Angela an den Folgen einer Erkältung im Theater heftig erkrankt und gerade in der Nacht, als am anderen Tage Antonie getraut werden sollte, gestorben sei. Ihm, dem Doktor, habe Angela entdeckt, dass sie Crespels Frau und Antonie seine Tochter sei. Er möge daher eilen, sich der Verlassenen anzunehmen. So sehr auch der Rat von Angelas Hinscheiden erschüttert wurde, war es ihm doch bald, als sei ein störendes, unheimliches Prinzip aus seinem Leben gewichen. Und er könne nun erst recht frei atmen.
Noch denselben Tag reiste er ab nach F. Ihr könnt nicht glauben, wie herzzerreißend mir der Rat den Moment schilderte, als er Antonien sah. Selbst in der Bizarrerie seines Ausdrucks lag eine wunderbare Macht der Darstellung, die auch nur anzudeuten ich gar nicht imstande bin. Alle Liebenswürdigkeit, alle Anmut Angelas wurde Antonien zuteil, der aber die hässliche Kehrseite ganz fehlte. Es gab kein zweideutiges Pferdefüßchen, das hin und wieder hervorgucken konnte. Der junge Bräutigam fand sich ein, Antonie mit zartem Sinn den wunderlichen Vater im tiefsten Innern richtig auffassend, sang eine jener Motetten des alten Padre Martini, von denen sie wusste, dass Angela sie dem Rat in der höchsten Blüte ihrer Liebeszeit unaufhörlich vorsingen müssen. Der Rat vergoss Ströme von Tränen. Nie hatte er selbst Angela so singen hören. Der Klang von Antoniens Stimme war ganz eigentümlich und seltsam, oft dem Hauch der Äolsharfe, oft dem Schmettern der Nachtigall gleichend. Die Töne schienen nicht Raum haben zu können in der menschlichen Brust. Antonie, vor Freude und Liebe glühend, sang und sang alle ihre schönsten Lieder und B spielte dazwischen, wie es nur die Wonne trunkene Begeisterung vermag. Crespel schwamm erst in Entzücken, dann wurde er nachdenklich, still, in sich gekehrt. Endlich sprang er auf, drückte Antonien an seine Brust und bat sehr leise und dumpf, »Nicht mehr singen, wenn du mich liebst, es drückt mir das Herz ab. Die Angst, nicht mehr singen.« »Nein«, sprach der Rat andertags zum Dr. R., als während des Gesanges ihre Röte sich zusammenzog in zwei dunkelrote Flecke auf den blassen Wangen, »da war es nicht mehr dumme Familienähnlichkeit.« Da war es das, was ich gefürchtet. Der Doktor, dessen Miene von Anfang des Gesprächs von tiefer Bekümmernis zeugte, erwiderte, »Mag es sein, dass es von zu früher Anstrengung im Singen herrührt? Oder hat die Natur es verschuldet? Genug. Antonie leidet an einem organischen Fehler in der Brust, der eben ihrer Stimme die wundervolle Kraft und den seltsamen, ich möchte sagen, über die Sphäre des menschlichen Gesangs hinaustönenden Klang gibt. Aber auch ihr früher Tod ist die Folge davon. Denn singt sie fort, so gebe ich ihr höchstens noch 6 Monate Zeit. Den Rat zerschnitt es im Inneren wie mit 100 Schwertern. Es war ihm, als hinge zum ersten Mal ein schöner Baum die wunderherrlichen Blüten in sein Leben hinein, und der solle recht an der Wurzel zersägt werden, damit er nie mehr zu grünen und zu blühen vermöge. Sein Entschluss war gefasst, er sagte Antonien alles, er stellte ihr die Wahl, ob sie dem Bräutigam folgen und seiner und der Weltverlockung nachgeben, so aber früh untergehen, oder ob sie dem Vater doch in seinen alten Tagen nie gefühlte Ruhe und Freude bereiten, aber so noch jahrelang leben wolle. Antonie fiel dem Vater schluchzend in die Arme. Er wollte das Zerreißende der kommenden Momente wohl fühlen, nichts Deutlicheres vernehmen. Er sprach mit dem Bräutigam, aber unerachtet dieser versicherte, dass nie ein Ton über Antoniens Lippen gehen sollte, so wusste der Rat doch wohl, dass selbst B. nicht der Versuchung würde widerstehen können, Antonien singen zu hören, wenigstens von ihm selbst komponierte Arien. Auch die Welt, das musikalische Publikum, mocht es auch unterrichtet sein von Antoniens Leiden, gab gewiss die Ansprüche nicht auf, denn dieses Volk ist ja, kommt es auf den Genuss an, egoistisch und grausam. Der Rat verschwand mit Antonien aus F. und kam nach H. Verzweiflungsvoll vernahm B. die Abreise. Er verfolgte die Spur, holte den Rat ein und kam zugleich mit ihm nach H. »Nur einmal ihn sehen und dann sterben«, flehte Antonie. »Sterben! Sterben!« rief der Rat in wildem Zorn, eiskalter Schauer durchbebte sein Inneres. Die Tochter, das einzige Wesen auf der weiten Welt, das nie gekannte Lust in ihm entzündet, das allein ihn mit dem Leben versöhnte, riss sich gewaltsam los von seinem Herzen, und er wollte, dass das Entsetzliche geschehe. B. musste an den Flügel, Antonie sang, Crespel spielte lustig die Geige,
bis sich jene roten Flecke auf Antoniens Wangen zeigten. Da befahl er einzuhalten. Als nun aber B. Abschied nahm von Antonien, sank sie plötzlich mit einem lauten Schrei zusammen. »Ich glaubte«, so erzählte mir Crespel, »ich glaubte, sie wäre, wie ich es vorausgesehen, nun wirklich tot und blieb, da ich einmal mich selbst auf die höchste Spitze gestellt hatte, sehr gelassen und mit mir einig. Ich fasste den B., der in seiner Erstarrung schafsmäßig und albern anzusehen war, bei den Schultern und sprach«, der Rat fiel in seinen singenden Ton. »Da Sie, verehrungswürdiger Klaviermeister, wie Sie gewollt und gewünscht, Ihre liebe Braut wirklich ermordet haben, so können Sie nun ruhig abgehen. Es wäre denn, Sie wollten so lange gütigst verziehen, bis ich Ihnen den blanken Hirschfänger durch das Herz renne. Damit so meine Tochter, wie Sie sehen, ziemlich verblasst, einige Couleur komme durch ihr sehr wertvolles Blut. Rennen Sie nur geschwind, aber ich könnte Ihnen auch ein flinkes Messerchen nachwerfen.« Ich muss wohl bei diesen Worten etwas graulich ausgesehen haben, denn mit einem Schrei des tiefsten Entsetzens sprang er, sich von mir losreißend, fort durch die Türe, die Treppe herab. Wie der Rat nun, nachdem B. fortgerannt war, Antonien, die bewusstlos auf der Erde lag, aufrichten wollte, öffnete sie tief seufzend die Augen, die sich aber bald wieder zum Tode zu schließen schienen. Da brach Crespel aus in lautes, trostloses Jammern. Der von der Haushälterin herbeigerufene Arzt erklärte Antoniens Zustand für einen heftigen, aber nicht im mindesten gefährlichen Zufall. Und in der Tat erholte sich diese auch schneller, als der Rat es nur zu hoffen gewagt hatte. Sie schmiegte sich nun mit der innigsten, kindlichsten Liebe an Crespel. Sie ging ein in seine Liebesneigungen, in seine tollen Launen und Einfälle. Sie half ihm, alte Geigen auseinanderzulegen und neue zusammenzuleimen. »Ich will nicht mehr singen, aber für dich leben«, sprach sie oft und sanft lächelnd zum Vater, wenn jemand sie zum Gesange aufgefordert und sie es abgeschlagen hatte. Solche Momente suchte der Rat indessen, ihr so viel wie möglich zu ersparen, und daher kam es, dass er ungern mit ihr in Gesellschaft ging und alle Musik sorgfältig vermied. Er wusste es ja wohl, wie schmerzlich es Antonien sein musste, der Kunst, die sie in solch hoher Vollkommenheit geübt, ganz zu entsagen. Als der Rat jene wunderbare Geige, mit der er Antonien begrub, gekauft hatte und zerlegen wollte, blickte ihn Antonie sehr wehmütig an und sprach leise bittend, »Auch diese?« Der Rat wusste selbst nicht, welche unbekannte Macht ihn nötigte, die Geige unzerschnitten zu lassen und darauf zu spielen. Kaum hatte er die ersten Töne angestrichen, als Antonie laut und freudig rief, »Ach, das bin ich ja. Ich singe ja wieder.« Wirklich hatten die silberhellen Glockentöne des Instruments etwas ganz Eigenes, Wundervolles. Sie schienen in der menschlichen Brust erzeugt. Crespel wurde bis in das Innerste gerührt, er spielte wohl herrlicher als jemals, und wenn er in kühnen Gängen mit voller Kraft, mit tiefem Ausdruck auf- und niederstieg, dann schlug Antonie die Hände zusammen und rief entzückt, »Ach, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut gemacht!« Seit dieser Zeit kam eine große Ruhe und Heiterkeit in ihr Leben. Oft sprach sie zum Rat, »Ich möchte wohl etwas singen, Vater.« Dann nahm Crespel die Geige von der Wand und spielte Antoniens schönste Lieder. Sie war recht aus dem Herzen froh. Kurz vor meiner Ankunft war es in dieser Nacht dem Rat so, als höre er im Nebenzimmer auf seinem Piano Forte spielen. Und bald unterschied er deutlich, dass B. nach gewöhnlicher Art präludiere. Er wollte aufstehen, aber etwas wie eine schwere Last lag auf ihm. Wie mit eisernen Banden gefesselt, vermochte er sich nicht zu regen und zu rühren.
Nun fiel Antonie ein in leisen, hingehauchten Tönen, die immer steigend und steigend zum schmetternden Fortissimo wurden. Dann gestalteten sich die wunderbaren Laute zu dem tief ergreifenden Liede, welches B. einst in ganz frommen Stil der alten Meister für Antonie komponiert hatte. Crespel sagte, unbegreiflich sei der Zustand gewesen, in dem er sich befunden, denn eine entsetzliche Angst habe sich gepaart mit nie gefühlter Wonne. Plötzlich umgab ihn eine blendende Klarheit, und in derselben erblickte er B. und Antonien, die sich umschlungen hielten und sich voll seligem Entzücken anschauten. Die Töne des Liedes und des begleitenden Pianofortes dauerten fort, ohne dass Antonie sichtbar sang oder B. das Forte Piano berührte. Der Rat fiel nun in eine Art dumpfer Ohnmacht, in der das Bild mit den Tönen versank. Als er erwachte, war ihm noch jene fürchterliche Angst aus dem Traume geblieben. Er sprang in Antoniens Zimmer. Sie lag mit geschlossenen Augen, mit holdselig lächelndem Blick, die Hände fromm gefaltet, auf dem Sofa, als schliefe sie, und träume von Himmelswonne und Freudigkeit. Sie war aber